Herzlich willkommen zum Vorbereitungsvideo für das Corporate Learning Camp 2014. Lutz und ich möchten euch in den nächsten 2 bis 3 Minuten einige Hinweise und Praxistipps mit auf den Weg geben, wie ihr einfach euer Video produzieren könnt, denn aus Erfahrung, die ersten 2, 3 Videos gehen nicht ganz so leicht von der Hand, von daher hoffe ich, die Hilfestellung wird euch was bringen. Zusätzlich zu unserem Video werden Jojo und Frank zu der Software EduBreak, also zu der Plattform, auf der wir im Corporate Learning Camp mit den Videos arbeiten wollen, ein eigenes Video erstellen, um die Benutzung der Software zu zeigen und euch dort Hinweise zu geben. Ja, fange ich doch gleich mal an mit dem Thema Videoaufnahme. Ihr seht schon hier, wir stehen etwas außen mit Tageslicht und Licht und Mikrofon. Dazu gleich ein paar Hinweise. Man merkt, Tageslicht ist durch nichts zu ersetzen. Also von daher der erste Praxistipp, wenn es geht, geht irgendwie ins Freie. Der zweite Praxistipp, fixiert die Kameras, denn das Zittern muss nicht sein. Also von daher sehr sinnvoll, die Kamera im Querformat zu nehmen. Denkt an eure Computerbildschirme. Selten sind die hochkant aufgestellt, sondern meistens breit. Das ist auch das, was YouTube besser unterstützt. Von daher ab zur nächsten Sequenz. Lutz und ich haben jetzt relativ hochwertige Mikrofone genutzt. Das heißt, der Ton ist sehr gut, insbesondere wenn wir wenig Außengeräusche haben. Warum erkläre ich das? Die meisten von euch werden die computerinternen Mikrofone verwenden und die nehmen sehr viel mit von dem Bürogeräusch, vom Straßenlärm, von Ähnlichem. Also von daher extrem wichtig, dass ihr euch einen ruhigen Raum sucht, um das Video aufzunehmen. Gehen wir jetzt doch schon mal in den ersten Kameratest. Viele aktuelle Studien sagen ja hier, die Tablets und die MDAs sind die am schnellsten wachsenden Lernressourcen. Also von daher darf natürlich auch ein iPad in unserer Reihe nicht fehlen. Der Clou an der Sache natürlich, ihr könnt zuschauen, ihr könnt euch selbst anschauen beim Filmen und dann das Video hochstellen. Natürlich immer so ein bisschen ein Drahtseilakt, aber auch mit einem gewissen Fun-Faktor. Hier also noch unser Beispiel mit der GoPro. Man sieht, die hat einen deutlich weiteren Winkel, wackelt etwas weniger, sogar wenn ich die so bewege. Und ich gebe sie mal kurz an Lutz zum Umschneiden. Also von daher, auch wer aus der Action- und Sportwelt kommt, kann sich hier wunderbar beteiligen. Eine andere Möglichkeit, die Videos aufzunehmen, ist mit der Computerkamera direkt in die Computerboxen. Und wie Lutz hier schön demonstriert, entscheidend ist das Licht. Also wenn man das Licht ein- und ausschaltet im eigenen Raum, hat man entweder ein gutes Bild oder eben nicht. Die nächste Variante ist mit der externen Kamera. Wir nehmen hier eine Logitech. Man merkt auch hier wieder, das Licht ist entscheidend. Der Ton tritt etwas in den Hintergrund, denn viele der Kameras haben schon integrierte Mikrofone, meistens besser als beim Laptop. So, mit dem Video ist also die Grundlage gelegt für eure Videobeiträge für das Corporate Learning Camp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne auch Kommentare dann hier in der Plattform EduBreak, um schon ein bisschen einzuüben, was denn da kommt. Und jetzt ein kleines Beispiel von meinem Session-Video.